Es zieht sich etwas zu, ne? Ja. Aber solange es nicht kalt wird, ist auch egal. Wie heißt der eine nochmal, der mit dem großen, mit den grauen Haaren, der lange, dünne, mit der Brille? Oscar, ne? Das ist der große Oscar, genau. Sein Bruder ist der kleine Oscar. Der hat mir vorhin erzählt, dass er heute Morgen in seiner Wetter-App für morgen kein Regen. Und wenn dann nur 2%. Ja, meine App war auch so ein bisschen unentschlossen, wie sich das Wetter morgen geben wird. Ja. Also komischerweise, Wolken wurden keine angezeigt, aber über dem Riesengebirge und Erzgebirge so ein bisschen Regen. Okay. Jetzt frage ich mich natürlich, wo soll denn da der Regen herkommen, wenn da keine Wolken sein sollen? Ja. Vielleicht kommt das aus Eimern. Ja, auch möglich. Ich glaube, die sind sich alle noch nicht einig, wie das Wetter morgen wird. Das ist ja über so Höhenzügen, fast hätte ich gesagt Gebirgszügen, ist ja das immer ein bisschen unvorhersehbar. Ja. So, wie ist das mit deinem Navi jetzt? Ist das okay? Mit meinem? Ja. Ich habe die Route jetzt nicht eingegeben heute Morgen, weil ich die nicht hatte, ne? Ja, aber so grundsätzlich meine ich, funktioniert das jetzt mit deinem Navi? Das geht. Das Einzige, was nicht geht, was ich noch nicht hingekriegt habe, ist die Sprechfunktion, ne? Dass sie mir was ansagt. Hat das denn Bluetooth? Ja. Also ich habe ja vorgestern habe ich die ganzen neuen Updates draufgezogen. Okay. Ja. Okay, okay. Muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ja. Na, Greifvögel haben die hier ja viele, ne? Wir haben vorgestern nachts Glühwürmchen gesehen. Ja. Bei uns im Garten mindestens 20 Stück. Das reicht gar nicht. Das reicht gar nicht. Der ganze Garten war voll mit Glühwürmchen. Das sah so toll aus. Wie eine Versammlung. Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Hatten alle die Lampe an. Das ist, glaube ich, auch selten, dass man sowas sieht, ne? Ja. Ja, dadurch, dass wir die letzten 30 Jahre unten im Keller gewohnt haben, ist ja ganz klar, dass wir sowas nicht gesehen haben. Ja. Haben wir keine Fenster. Jedenfalls keine, wo man sowas hätte sehen können. Und jetzt, wo ihr nach oben gezogen seid, geht euch ein Licht auf. So ist es, genau. Ja, ist doch schön. Ja. Standen die da alle an der Apotheke an, habe ich das richtig gesehen? Ja, hast du richtig gesehen. Ja, was wollen die da? Alle eine Maske sich kaufen oder sich testen lassen oder was? Alle sich auch reinschieben. Häbchen meine ich natürlich. Ja. Die Dinger siehst du auch überall, ne? Spielhallen, also. Ich glaube, also ich finde, die werden weniger. Ja? Also so Billard jetzt. Das kann ich schlecht beurteilen, aber so Flipperhallen und so Dattelhallen, wie es früher zu unseren Zeiten noch gegeben hat, die findest du heute kaum noch. Heute hat jeder einen PC zu Hause oder eine Playstation, eine Spielekonsole. Das, ja, aber das ist doch nicht mehr das. Sterben die Dinger aus, diese Dattelhallen. Will ein Spielchen trinken, seine 5 Markstücke da reinstecken und guck, ob man eine Serie kriegt. Ja gut, diese Geldspielautomaten, muss ich sagen, die haben mich sowieso nie gereizt. Also, dafür hatte ich kein Geld übrig für sowas. In der Hoffnung, da irgendwas zu gewinnen. Also, wenn ich Geld investiert habe in Automaten, dann war das entweder Flipper oder so Videospiele. Ja.
da habe ich so das eine oder andere kleine Vermögen drin versenkt. Das ist schon richtig. Aber da weißt du wenigstens vorher, dass das Geld weg ist. Und musst dir nicht Hoffnung machen, ob du da irgendwas gewinnst. Weil das finde ich ja echt albern da. Ja. Diese Geldspielautomaten, das habe ich noch nie verstanden, wie man da irgendwie Gefallen dran finden kann. Wenn sie hocken in der Kneipe, rauchen eine nach der anderen, kippen ein Bier nach dem anderen rein und lassen die ganze Zeit nebenher das Ding laufen. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Aber ich kenne das aus meiner Jugend noch sehr gut, wie die Leute da im Gasthaus gesessen haben. Ich kenne das auch noch. Ich habe da zwischendurch auch mal ein paar Fünfer reingeschmissen. Aber in normalen Kneipen sind die Dinge heute ja sowieso nicht mehr erlaubt. Das ist alles verboten. Ja. Rauchen darfst du nicht mehr und daddeln auch nicht mehr. Alles verboten. Ich hatte mir mal, oder mein Vater, ich ja nicht, aber mein Vater hatte mal einen ausgesonderten Geldspielautomaten. Da ist er billig rangekommen, weil wir einen kannten, der Kundendienst gemacht hat an den Dingern. Ja. Und die mussten ja damals schon nach einer gewissen Zeit, ich glaube ein Jahr, zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls mussten die dann ausgetauscht werden. Die durften ja nicht ewig da an der Wand hängen in der Kneipe. Ja. Und da in Betrieb sein, sondern die hatten da irgendwie eine Zulassung für einen gewissen Zeitraum und dann wurden die abgenommen und durch neue ersetzt. Genau. Und auf die Art und Weise ist mein Vater über den Bekannten, der wie gesagt Kundendienstmonteur war für diese Teile da oder Elektriker, hat er dem mal einen abgekauft. Ich weiß es nicht. Lass es 200 Mark gekostet haben damals für das Ding. Ja. Und den hatten wir bei mir zu Hause als ich noch zu Hause gewohnt habe, war der in meinem Zimmer. Ja. So ein Walzenspielautomat, ne? Mit diesen Drehwalzen. Das war ja alles noch mechanisch, dieses Ding. Nicht so wie heute, wo Bildschirme drin sind und alles elektronisch, sondern das war noch damals so ein richtiger mechanischer. Wo man richtig arbeiten musste. Wo richtig was drin sich bewegt hat, ja. So, und da siehst du ganz genau, wie viel Geld du da reinschmeißen musst, bevor du da endlich mal was gewinnst. Ne? Das kannst du vergessen. Der lief bei mir zu Hause die ganze Zeit immer mal wieder, weil das Geld, was wir oben reingeschmissen haben, das kam gleich unten wieder raus. Da haben wir dann eine Brücke reingebaut, dass das nicht in den Geldspeicher da reinfiel, sondern gleich unten wieder raus in den Schacht, sodass du dann die ganze Zeit nachschmeißen konntest mit einer Mark oder so. Ne? Aber du hast da nie was gewonnen. Ey. Also ganz selten mal, dass du da wirklich einen nennenswerten Gewinn rausgeholt hättest. Meistens. Ja. Also es ist ja so, die Dinger hängen da, damit die Automatenaufsteller mit dir Geld verdienen. Nicht damit du da dein Geld verdienst. Das Ding hängt dir da nicht. Ne? Aber das war einigen und mir selbst manchmal auch nicht bekannt damals. Das mit dem garantierten prozentualen Gewinn, das ist ja erst, ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon der Fall war, so in den 70er, 80er Jahren. Heute müssen die ja garantiert irgendwie einen gewissen Anteil ausschütten. Aber selbst da ist nicht garantiert, dass du derjenige bist, der das gewinnt, ne? Also ist alles ein Mumpitz. Also wer seine Kohle da reinsteckt, dem ist irgendwie auch nicht mehr zu helfen, ne? Und dabei da noch raucht und säuft die ganze Zeit, also eigentlich... Ja. Jeffs Vater hatte damals einen Flipper im Keller. Da hatte so einen kleinen Partyraum, weißt du? Ja, ja. Ja, das war ja 70er, 80er, 90er Jahre, war ja der Hit, ne? Ja. Dass wenn man einen Partykeller hat, da muss ja auch irgendwas drinstehen. Entweder ein Billard oder ein Flipper oder genau. So ein Geldspielautomaten, Videospiel oder irgendwas musstest du haben, damit dein Partykeller auch entsprechenden Rang hat. Ja, aber wenn du sowas hattest, dann waren deine Kumpels immer, die waren immer alle bei dir. Die waren dann immer bei dir, das ist klar. Wenn du einen entsprechenden Partykeller hast, der auch gut eingerichtet ist, dann brauchst du dir um Freunde keine Sorgen zu machen. Also wenn wir mal abends nicht wussten, wo wir hin sollen, dann hieß es immer zu Kerstens Vater, der Keller. Aber heutzutage wäre mir das also so, das Geld auch viel zu schade. Da habe ich null Geld für übrig für so einen Scheiß, null. Auch rauchen, weißt du, diese 5 Euro, die was das jetzt kostet, ne? Das wird mir im Leibe wehtun. Das reicht ja gar nicht. Das reicht ja gar nicht, was Rauchen heutzutage kostet. Das ist ja abgefahren. Wenn ich das dann sehe, ne, dass die dann so selbstgedrehte rauchen oder so, ja. Ich sag, warum hast du selbstgedrehte? Ja, ist billiger. Ich sag, hör doch auf. Ja, nee. Ist auch geil, ne? Also, ja, das ist echt geil, ja. Ja, das sind arme Willis, ne, die aus der Sucht nicht rauskommen. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja. Wie oft hört man das? Ja, ich rauche nur, weil es mir schmeckt. Einen alten Scheiß rauchst du, weil es dir schmeckt.
Du rauchst deswegen, weil du nicht wegkommst von dem Zeug. Gib's doch zu. Genau. Wir haben so eine Familie. Ja. Dein Sohn raucht doch auch wieder. Ja, der raucht auch wieder. Ja, das kriegt er von mir noch zu hören. Aber Julie nicht. Ja, das ist ganz gut, dass sie aufgehört hat, dass sie das geschafft hat, weil sie wird ihn dann schon noch dazu bringen, dass er auch irgendwann aufhört. Ja, hoffe ich. Ich finde, dass die beiden sich sowieso irgendwie so, gut tun. Gut tun, genau. Ist so. Ja, jeder guckt nach dem anderen und passt ein bisschen auf und da zieht den anderen mit. Da war sie wieder, die Stimme aus dem Hintergrund. Ja. bei dem Wesentlichen äußere ich mich. Da äußert sich die Mutter, genau, die Mama. Ja, die Mutter. Oder Weimar. Guck mal, als ich angefangen habe zu rauchen, da hat eine Schachtel Zigaretten 1,50 Mark gekostet. Als ich aufgehört habe mit Rauchen, hat sie 3,50 Euro gekostet. Also, ja, das kannst du mal sehen, in wie kurzer Zeit die Zichten hier teurer geworden sind. Und das weißt du, wenn ich das... Das ist auch schon wieder 14 Jahre her, dass ich nicht mehr rauche, oder 15 sogar. Wenn ich das so sehe oder zurückerinnere an meinen Vater, der ja damals Erde 23 geraucht hat. Ja. Die haben die Zigaretten nicht schachtelweise gekauft. Ja. Nein, da wurden immer gleich Stangen gekauft. Und dann lagen die Stangen auf dem Tisch. Ich kenne das. Meine Mutter hat HB geraucht und mein Vater Ernte 23. Ja, und als ich angefangen habe zu rauchen, da hatte mein Vater hatte das gerade aufgehört zu rauchen, also ein paar Jahre vorher. Und als ich angefangen habe, hat er auch wieder angefangen, der Duisbadel. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, weil ich habe da irgendwie, weißt du, zu unserer Zeit hier Marlboro und Camel war da irgendwie angesagt. Das war hier ungefähr das gleiche wie mit Opel Kadett und VW Golf so ungefähr. Weißt du, die einen sind besser als die anderen. Und deswegen die Marlboro-Raucher und die Camel-Raucher. Was anderes gab es damals nicht. Also es gab schon andere Marken, aber die hatten von meinen gleichaltrigen Mitschülern oder Leidensgenossen. Einer hat irgendwie, glaube ich, nochmal Stäubesand geraucht. Aber ansonsten alle nur Marlboro und Camel. Und mein Vater hat dazu mir gesagt, ich höre oft immer den Scheißdreck da zu rauchen, den amerikanischen Kack da, rauchen was Gescheites, sagt er zu mir. Und dann kam er dann an mit Rewald, Rothändle und Overstolz. Das war eine Marke, die er noch aus seiner Jugend kannte, aus seiner Kindheit. Ja. Und irgendwie gab es sie dann in den 80er, 90er Jahren plötzlich wieder, Overstolz. Da sagt er, das ist eine gute alte deutsche Marke, genau wie Rewald und so weiter. Und dann haben wir den Scheiß geraucht. Weißt du, als wenn es da irgendwie einen Preis dafür gibt, ey, der die stärksten Zigaretten reinhaut, ey, der kriegt dann hinterher einen Preis. Ja, einen alten Scheiß kriegst du alles Mögliche von dem Zeug, aber bestimmt nichts Gutes da. Ja. Was gab's denn da noch? Lucky Strike kam hinterher noch. Ja, aber das war ja wieder aus Amerika. Sowas taugt zum Beispiel per se nichts. Ja, also wenn du irgendwas Gescheites rauchen willst, dann muss das irgendwas Deutsches sein. Ja. Naja, so Rewal und was hatten wir denn dann noch? Rewal, das waren die haben wir ohne Filter geraucht. Die gab es damals auch nur ohne Filter. Rewal mit Filter, die gab es ja erst später. Ja. Aber so 80er Jahre, da war Rewal einfach, das waren die ganz harten Dinger mit, also so ohne Filter und also die hast du schon abkönnen müssen, ne? Da war, glaube ich, Marlboro war da auch noch nicht gar nicht, ne? Doch, Marlboro gab es da schon auch. Marlboro gibt es ja schon. Das gibt es ja auch schon ewig. Aber taugt halt alles nichts da, der Scheiß, ne? Aus Übersee. Aber weißt du, wo wir uns jetzt darüber unterhalten, ne? Da fällt mir gleich wieder ein, auf der Tour mit den Motorfloggern, wie wir in diesem kleinen Museum waren. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, selbstverständlich. Die ganzen Werbetafeln da und alles von damals. Ja. Die Persilfrau und was weiß ich da alles. Genau. War klasse. Das war richtig super, ja. So im Nachhinein ärgert es mich, dass ich da nie mehr aufgenommen habe, ehrlich, ey. Ja, das war echt so, kamst rein, hast einen Augenblick geguckt und warst irgendwie so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, weißt du? Ja.